Seit der Wahl-O-Mat online ist, glühen bei uns die Drähte. Uns erreichen so viele Meldungen von Menschen, die den Wahl-O-Mat bedient haben und bei denen Demokratie in Bewegung an erster Stelle steht. Das ist unglaublich. Vor allen anderen Parteien mit 80, 85 oder sogar 90% Übereinstimmung. Wahnsinn. Manche fragen uns schon, ob wir das Ding gehackt hätten. Nein, haben wir nicht. Wir haben einfach ein sehr gutes Parteiprogramm und ein gutes Konzept. Ja, trotzdem erreichen uns natürlich jetzt auch viele Fragen. Die Hauptfrage ist, soll ich denn nicht lieber eine der großen bestehenden Parteien wählen? Hat denn DIP überhaupt eine Chance? Ja, klar haben wir die. Unser Ziel ist der Bundestag. Wir wollen die 5%-Hürde knacken, um uns im Bundestag einzusetzen für eine moderne und weltoffene Politik. Und wenn all die Menschen, bei denen DIP an erster Stelle steht, uns auch wählen, dann haben wir eine reelle Chance. Aber selbst wenn wir jetzt im ersten Anlauf die 5% nicht knacken, dann ist deine Stimme trotzdem nicht verschenkt. Denn erstens würde sie uns sehr viel Rückenwind geben, um die nächsten Monate gut zu meistern, mehr Medienecho, mehr Mitglieder und vor allem auch mehr Geld für unsere Arbeit. Denn wenn man die 0,5% knackt, dann kommt man in die staatliche Parteienfinanzierung. Dann bekommt man für jede Spende und jeden Mitgliedsbeitrag nochmal Geld vom Staat obendrauf. Und ganz ehrlich, das haben wir bitter nötig. Im Moment sind wir eine kleine Gruppe von Freiwilligen, die das hier rund um die Uhr rockt, die die E-Mails beantworten, die Pressearbeit machen, die Technik und, und. Und es wäre toll, wenn wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen könnten, um unsere Bewegung auf professionelle Füße zu stellen. Denn die Landtagswahlen werden kommen und die Europawahlen werden kommen. Und wir möchten nicht mehr vor der Wahl des kleineren Übels stehen, sondern eine wirkliche, etwas haben, was wir wirklich mit Begeisterung wählen können. Deswegen bitten wir dich, am 24.09. mit deiner Zweitstimme DIP zu wählen.